Okay, wir brauchen Geld und Mortimer hat anscheinend sehr viel Geld. Genosse Mortimer, Alarmstufe Rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen heute. Mortimer, der Vermieter, war gerade hier. Er sagt was von Schulden und etwas über Körperteile, die er uns ausreißt. Also bitte komm aus deiner Gruft, damit wir das regeln können. Ach ja, und er sagt, er hasst dich. Mortimer, du kannst du mal deine Hälfte der Miete unter die Tür durchschieben? Marconi war da und jetzt steht der im Flur und brüllt: Red rum, red rum. Was? Mortimer, der Vermieter war gerade hier. Er sagte was von Schulden und etwas über Körperteile, die er uns ausreißt. Also bitte komm aus deiner Gruft, damit wir das regeln können. Ah ja, und er sagte, er hasst dich. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld, oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knurren Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knurren? Alter, die Ansage war, zwei heißt ja, eins heißt nein. Aber drei? Was soll das? Der ist ein bisschen gruselig, dieser Mortimer. Was bist du für ein Wesen? Du siehst so menschlich aus, aber was bist du für ein Wesen? Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Okay, Mortimer, du bist auf dich allein gestellt. Wenn der alte Marconi hier reinschneit, werde ich weit weg sein. Übrigens, ich habe ihn Kenny Lonely genannt und mich über seine Körperhygiene lustig gemacht. Viel Spaß. Mortimer, ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder Klingonisch nehmen? Ich glaube, das war ein Nein. Mortimer, bitte. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Okay, wir brauchen Geld. Oder wir hauen einfach ab. Moment. Wir haben da einen alternativen Ausweg. Feuertreppe. Schnell. Die Feuerleiter, Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Was? Was zur Hölle ist das denn? Was zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir noch mal darüber nachdenken. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein Scheißmonster in der Gasse. Wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Und warum hängen Schuhe rum? Das sind Sonics-Schuhe, das erkenne ich von hier. Sonic! Nein! Okay, habe ich hier irgendeine Alternative, was ich tun kann? Ich habe das Gefühl, ich muss wieder rein, oder? Oh, ich kann auch da unten links rauf. Ja, ist ja gut. Oh, da geht's. Ach, da geht's runter. Okay. Dann probieren wir uns mal. Hilfe! Ich habe ein bisschen Angst. Ah, das ist eine Katze. Oh, ein Controller. Oh, all das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Groza. Warum sitzt Mrs. Groza da so komisch? Sieht irgendwie gruselig aus. Blumen! Das ist Mrs. Grozas Topfpflanze. Ganz hübsch. Das. Ja, ist ja gut. Das macht ja alles viel, viel schöner auf jeden Fall. Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Du nimmst alles mit, was du kriegen kannst, Randall. Ich will den Controller mitnehmen. Der ist ganz cool. Reden wir mal mit Mrs. Groza. Mrs. Groza findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Sieht aus wie ein Bild, finde ich. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Mir fehlen Steine an den Kopf oder so. Oder den Blumentopf. Das hört doch auch was.
Mann, das klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Ach komm, geh einfach ran, los geht's. Ich komme nicht ran. Ja gut, Le Besen, Le Haken. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Nein. Können wir irgendwas... Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Diese Cleverness. So, tschüss Katze. Tschüss Katze. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Wir sind verflucht. Aber hey, wir haben unser erstes Rätsel gelöst. Behält er wenigstens... Er behält den Teleskop-Entenbügel. Was für eine geile Erfindung. Du bist einfach ein schlauer Fuchs, Randall. Dann lassen wir uns mal verfluchen, wa? Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Ich glaube, es gibt keinen Mr. Grozer. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Ich finde er viel gruseliger, als dass er immer ruft, dass wir verflucht sind. Finde ich, hat diesen Hund. Der ist irgendwie süß, aber diese Augen, das... Irgendwas ist da merkwürdig. Okay, wir gucken mal. Kaputte Feuertreppe. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Naja, fast. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ja, tu doch mal was, Randall. Du machst sonst nichts. Außerdem musst du zur Arbeit. Denk da dran. Aber gut, so wie ich Randall inzwischen einschätzen kann, geht der eh nicht dahin. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Bist du sehr wahrscheinlich nicht. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ja, gut. Wir haben hier den Penner. Da geht's zur Straße. Und da haben wir noch den Hund. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Wo ist denn dein Halsband? Ich sehe da kein Halsband. Hierher. Beifuß. Komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Süß ist er trotzdem, irgendwie, auf irgendeine verschrobene Art und Weise. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Das ist ja egal. Du bist trotzdem ziemlich ein Vorzeigepenner, ja? So man sich den vorstellt. Sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Aber nur ein bisschen. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Ja, wo ist denn die Katze? Müssen wir die jetzt holen und retten oder? Nee, bitte nicht. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Schon wieder falsch. Ich bin kein Penner. Klar bist du das. Und ein hartes Trinkproblem hast du auch, würde ich sagen. Junge, du könntest dich kaum mehr täuschen.
Ich bin Geschäftsmann und ich trinke nur Energy Drinks. Oh, na dann bitte ich vielmals um Verzeihung, Gordon Gecko. Ich wusste nicht, dass das hier Ihr Büro ist. Vorsicht, wenn Sie raus auf die Straße gehen, nicht, dass Ihr hübscher Anzug dreckig wird. Okay, das war ein Tiefschlag, Junge. Ein Geschäft leiten ist kein Spaziergang, weißt du. Wenn du es etwas bringen willst, musst du ganz unten anfangen. Ja, naja, da bist du dann klar im Vorteil. Tiefer geht's für dich nicht. Außerdem weiß jeder, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Wenn du also sagst, ich wäre ein betrunkener Penner, ich aber behaupte, ich wäre keiner, würde das nicht in einem Paradoxon resultieren, du Klugscheißer? Ich habe das Gefühl so langsam, dass hier wirklich alles auf irgendwelche Zeitanomalien rausgehen wird. Wir haben jetzt schon mal so eine Andeutung gehabt und jetzt schon wieder. Nach Life is Strange, was mit Zeit zu tun hatte, sind wir jetzt wieder in einer Zeitgeschichte. Okay, alles gut, ich kam damit klar. Mal sehen, du ziehst dich an wie ein Penner, du riechst wie einer und nichts, was du sagst, ergibt Sinn. Ich will's dir nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dich steht, über dir liegt, steht da Penner. Ich will's dir ja nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dir liegt, steht da Penner. Okay, einigen wir uns auf Geschäftspenner. Wärst du an einer würgenden Katze interessiert? Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein. Das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenne Leute wie dich. Ich habe selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend... Du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Dieser Penner, ne? Was will der eigentlich von uns? Warum will der uns helfen? Warum weiß er, dass wir verflucht sind? Also, vielleicht liegt es an seinen wunderschönen, pinken Flipflops. Ich weiß es nicht. Du willst mir helfen? Was für ein Brüller, ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen, ich bin kein Idiot. Reden wir von Exorzismus? Weil wenn, dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Reden wir hier von Exorzismus? Weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Wir haben also seine Visitenkarte. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Was ich davon halten soll? Vielleicht halte ich ja das davon. Das war ein Geschenk. Es wäre unhöflich, es einfach zurückzugeben. Ach, wir können auch noch die ganzen Dinge miteinander benutzen. Huch,
Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Dein nützlichster Gegenstand? Aber vielleicht weiß er jetzt irgendwas über den Ring, denn der scheint uns ja irgendwie verflucht zu haben. Nee, nee, der Ring bleibt bei mir. Na gut, dann gehen wir mal zur Straße. Okay, ich habe jetzt mit der krassen Szene gerechnet, aber dann halt nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier coole Tauben und noch mehr. Die sehen irgendwie ziemlich lustig aus. Tauben. Scheiß Flugratten. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Du bist immer so positiv gestimmt, Randall. Also das finde ich wirklich, wirklich schön. Wer ist denn der Fremde hier? Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Das ist ein Geschäftsmann, Freunde. Nicht der da hinten. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ist ja okay, ich hab's verstanden. Erstmal im Müll rumwühlen. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Dann wird's wieder Zeit. Nichts von Interesse. Und guck mal hier, Freunde. Das kann ich nicht erkennen. Aber da haben wir Ghostbusters und Zurück in die Zukunft. Sehr coole Anspielung wieder. Noch eine Taube. Wie du tick. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Oh ja, so hardcore. Geschlossen. Schade. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst lang gehen möchte. Wir können noch mal in unseren Hausflur. Kann ich hier... Was? Ich habe aus dem Spiel getappt. Da sind wir wieder. Ich glaube, wir können hier... nicht nach links. Okay, dann gehe ich mal ins Treppenhaus. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um und gehen die Straße entlang mit diesem total begeisterten Gesicht. Oh, wer bist du denn? Mit deinem iPhone? Vertreter. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Ach ja, ihr tut mir alle hier so leid. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ah, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Der musste nicht leid tun. Der hat sicherlich genug Geld, Randall. Keine Sorge. Haben wir hinten noch irgendwas? Da geht's in die U-Bahn. Da hinten können wir sowieso nicht... Okay, Randall möchte da nicht hin. Aber wir können uns das Schild angucken. Ich wünschte, ich würde in Scranton wohnen. Das Schild kann ich nicht mitnehmen. Schade. Hier haben wir eine Tür. Und da geht's zur U-Bahn. Erstmal dann die Tür angucken. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Nein. Und hier ist übrigens noch... Jurassic Park. Die anderen... kenne ich nicht. Nichts für mich drin. Na gut, dann gehen wir jetzt zur U-Bahn. Du musst zur Arbeit, mein Freund. Schneller!